Ja, wir haben es endlich geschafft. Nach Wochen haben wir den Powerknopf an der Kamera gefunden. So, hallo. Hi. Willkommen zu World Safari. In unserem ersten Video möchten wir euch einen kurzen Überblick geben, wer wir sind, wer World Safari ist, was wir machen, was wir vorhaben. Genau, und da fangen wir einfach mal an. Wie gesagt, World Safari, das sind Sabrina, Leni, eine Sekunde mal, Leni. Leni, schau mal. Das ist die Leni, hallo. Und dann gehöre ich noch dazu. Genau, ich bin der Holger. Wir werden als Familie auf Reisen gehen. Ab 19.03. Sitzen wir im Flieger Richtung Bangkok. Genau. Und dann gucken wir mal, wo es uns so hintreibt in den nächsten Wochen und Monaten. Genau, im heutigen Video wollen wir euch was zeigen. Genau, wir wollen euch einfach einen ganz kurzen Einblick von den letzten Wochen und Monaten geben. Es ist natürlich viel passiert bei uns. Wir haben die Wohnung gekündigt, wir haben unsere Jobs gekündigt, wir haben unser Auto verkauft, sämtliche Versicherungen gekündigt. Und da wollten wir euch eigentlich im Allgemeinen mal so einen kleinen Einblick und Ausschnitte zeigen, was so in den letzten Wochen und Monaten bei uns los war. Genau. Anfangen tun wir mit der Wohnung. Da gehen wir jetzt einfach mal rum. Dann zeige ich euch ein bisschen, wo mal ein Schrank stand. Ja, beziehungsweise wo immer noch was steht, was aber eigentlich schon längst verkauft ist, weil wir letztendlich, ja, kann Viele man. Freunde haben, die uns ganz viel abgekauft haben Zum Glück. Ja. und sehr netterweise uns die Möbel noch zur Verfügung stellen. Solange müssen wir eben ausziehen. Ja, Genau. das heißt, sonst wäre die Bude hier nämlich schon komplett leer und wir würden nicht Genau. mehr auf der Couch sitzen, sondern nur noch auf dem Klappstuhl wahrscheinlich. Genau. Aber da sind wir sehr dankbar, dass wir das so organisieren können, und eben auch unseren Freunden sehr dankbar. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt einfach mal durch und ich versuche euch im Video mal zu markieren oder ein Gefühl zu geben, was alles verkauft ist oder verkauft wird. Letztendlich geben wir 90% des Inventars ab. Alles klar, dann legen wir mal los. Macht der Papa noch ein Vorher-Nachher-Foto, gell? Jetzt nochmal winken. Tschüss, Tisch. Hallo. Hi. Heute geben wir unser Auto ab, beziehungsweise wir räumen es aus. Der Tag ist gekommen. Genau, verkauft ist es. Ja. Ein für uns sehr emotionaler Moment. Ist doch die erste Familienkutte, das erste gemeinsame Familienauto gewesen. Genau, ja, und jetzt räumen wir es aus und dann ist es weg, ein großer Kostenpunkt. Sind wir alle zufrieden und glücklich und weiter geht's. Nochmal das letzte Mal. Time to say goodbye, liebes Auto. Ja,
Gut, das war jetzt mal der kurze Überblick über unsere Wohnung und den Rest der Dinge, die wir so in den letzten Wochen erledigt haben. Und jetzt möchten wir euch einfach nur noch darauf hinweisen, dass wir natürlich auch auf YouTube, Facebook, Instagram und mit unserer eigenen Internetseite www.worldsafari.de vertreten sind. Da würde es uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt durch Likes, Posten unserer Beiträge, aber eben auch durch Abonnieren, ganz wichtig. Abonnieren ist sehr, sehr wichtig. Genau, und als nächstes Video kommt dann wahrscheinlich Packliste. Gerade Packliste mit Kind ist ja immer ein interessantes Thema und davon möchte ich dann auf jeden Fall ein ausführliches Video machen. Genau, das wird hauptsächlich Sabrina moderieren. Ich werde da eher für die Kameraführung zuständig sein, weil packen darf ich eh nicht und mit Kind schon gar nicht. Ja. Genau, und Wohnungsauflösungsflohmarkt oder alles muss raus, Abverkauf machen wir auch noch. Da werden wir und auch noch ein kleines Video machen. Und Abschiedsfeier, aber das steht auch noch hinten an. Vorher kommt erstmal eben Koffer packen und so Geschichten, bevor wir hier uns um die Abschiedsfeier kümmern können. Also, dann bis zum nächsten Mal. Würde uns sehr freuen, wenn ihr wieder mal bei uns vorbeischaut. Und wie gesagt, immer schön auf YouTube, Facebook, Instagram unsere Beiträge teilen, liken und abonnieren. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Den Daumen nach oben nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.